Ich bin der Schaumann, Spieler der Fraport Skyliners und ich zeige euch heute mal ein bisschen das Hotel und den Tag. Hygiene gerade in Corona-Zeiten super wichtig für die Spiele. Ja, ihr seht, das ist hier der Lounge-Bereich. Hier werden später die Spiele übertragen. Gerade noch relativ wenig los, aber ich denke, später, wenn die Spiele losgehen, dann wird es das hier auch füllen. Ja, hier ist die Magenta Sport Lounge. Hier werden alle Leute interviewt. Ja, das hier die Snackbar. Hier können wir ganz viel, was wir uns nehmen können. Am besten finde ich hier den Schokoriegel. Das kannst du ja nicht lesen, aber. Snickerberg. Schwedisch. Ja, hier die Treppe runter ist jetzt die Game Zone. Hier können wir nach dem Basketball oder vor dem Training ein bisschen abhängen, uns ein bisschen entspannen, abseits von Training, abseits von der Halle. Ja, ihr seht es ganz schön aufgebaut. Auch ein Golfplatz, ein kleiner Basketballkörbe. Wer okay spielen will, kann okay spielen. Am liebsten bin ich hier beim Tischtennis mit Bruno. Es ist nicht ganz wie im normalen Training, aber ist mal was anderes. Jetzt waren wir im Untergeschoss in der Gamezone und jetzt geht's wieder hoch auf die Zimmer. Das ist jetzt hier mein Zimmer. Ich habe eigentlich nicht viel mitgenommen. Das Wichtige war jetzt hier die PlayStation, dass sie dabei hat. Aber sonst gibt es hier gar keine großen Highlights. Ja, wir sind jetzt im Stretching Room und versuchen uns ein bisschen zu dehnen. Bereiten uns auf morgen vor. Bruno? Das ist jetzt die große Frage. Wer ist jetzt der beste Tischtennisspieler von euch? Ja, ich könnte mal Len fragen, wie viel er mir noch schuldet. Aber das wird nicht aus meinem Mund kommen, da bin ich ein Ehrenmann. Also gerne Len fragen. Ich denke, das ist schon eine gute Summe. Der Sieger der Herzen. Len, was gibt's heute Mittag? Bisschen Nudeln, ein bisschen Chicken. Gute Sporternährung? Ja, muss. Göttingen gegen Oldenburg, wie schon vorhin gesagt. Alle wollen ein Spiel gucken. Ja, also ich bin hier auch noch und gucke auch noch ein bisschen mit. Es ist auch ein gutes Spiel. Oldenburg, das Spiel ist sehr gut. Und dann die Treppe. Und wo geht's jetzt hin? 1 von 5 von der 3. Jetzt gucken wir ein bisschen Video, bereiten uns morgen vor und dann grillen wir. Frankfurt on 3. 1, 2, 3, Frankfurt! Ich glaube, das war der Lobby.
Der nächste. Hat gut geschmeckt. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Ich gehe jetzt noch ein bisschen Tischtennis spielen und danach auch schlafen. Und dann hoffe ich, dass ich fit bin für morgen. Len hat euch heute ja schon mal einmal durchs Hotel geführt und hat euch ein bisschen was gezeigt, was wir so den ganzen Tag machen. Falls euch das interessiert hat, dann schaltet auch morgen vor dem Spiel. Ich glaube, eine Stunde vorher geht's los. Genau, der Marcel nickt. Eine Stunde vor Spielbeginn geht's los über unseren YouTube-Channel. Mit der Pre-Game-Show, unter anderem mit mir. Liebe Skyliners, Family, Freunde, für uns geht es als nächstes gegen Vechta, ein sehr wichtiges Spiel. Alle Infos zum Spiel bekommt ihr in der Pre-Game-Show eine Stunde vorm Spiel. Also seid dabei, unterstützt uns mental. Wir wissen, ihr macht es, deswegen, das stärkt uns. Also viele Grüße aus München, zurück nach Frankfurt.